Ja, das ist so ein ganz typisches Twitch-Problem oder überhaupt ein Streamer-Problem, dass man sich einen Wolf labert. Das ist so ein ganz typisches. Aber offensichtlich das Mikrofon nicht anhat. Jetzt ist es anders. Also nochmal einen schönen guten Abend an alle diejenigen, die heute Abend hier zuschauen. Torchlight Frontiers, gucken wir rein. Das ist die Alpha. Es ist keine Open Alpha, es ist eine Closed Alpha. Also ihr braucht einen Key, um hier mitspielen zu können. Das Schöne ist aber, dass es wohl eine erstmal ohne Ende laufende Alpha sein wird. Das heißt, sie wird nicht geschlossen nach ein paar Tagen. Und man darf endlich außerhalb der NDA, Schluck Kaffee, außerhalb der NDA darf man endlich über das Spiel richten, aus dem Spiel streamen, alles Content zeigen und so weiter und so weiter. Das machen wir jetzt mal. So ein halbes Stündchen, denke ich mal, oder vielleicht ein Stündchen, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Und ich würde einfach behaupten, wir legen los. Das einzige Problem, das ich im Moment noch habe, ist, ich kriege das Spiel nicht auf dem Bildschirm. Moment. Ich kriege das Spiel nicht auf dem Bildschirm. Warum, kann ich nicht sagen. Ich probiere es gerade immer noch mal mit Vollbild-Anwendung, ob das irgendwie geht. Aber aktuell habe ich echt die Schwierigkeit, dass mir das Spiel nicht angezeigt wird. Ist blöd, aber ist so. Also ich wähle das Fenster aus. Das Fenster ist auch das richtige Fenster. Von daher liegt es daran nicht. Ich probiere hier immer noch ein bisschen rum, ob es eventuell dies oder jenes ist. Ich hatte das Problem schon mal. Und da ging das auch nicht. Dann habe ich irgendwas angeklickt und dann ging das plötzlich. Ganz merkwürdig. Wie auch immer. Also ich gebe nicht auf. Nein, das machen wir nicht. Transparenz machen wir auch nicht. Das machen wir mal an. Das machen wir mal aus. Vielleicht hilft das ja. Ansonsten könnte ich auch die Spielaufnahme noch mal ganz neu machen. Ich schmeiße die noch mal raus. Dann mache ich sie noch mal neu. Ich könnte auch Fensteraufnahme machen. Das ist natürlich auch eine Idee. Hahaha. Und schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Funktioniert das? So. Und dann habt ihr auch mal einen Blick auf das Spiel. Ich suche nur noch einen Punkt, wo ich meine Kamera jetzt platzieren kann, ohne dass sie wirklich im Weg ist. Kann ich aber auch, glaube ich, erst im Spiel dann nachher machen. So, glaube ich, ist es ganz gut. Wo ich dieses in die Ecke packen, das gefällt mir überhaupt nicht. So würde ich es dann jetzt mal für den Moment lassen. Ja. Ist eigentlich ganz, ganz knülle. Ja, und dann haben wir aktuell immer noch zwei Klassen. Das ist der Forged und das ist der Dust Mage. Jetzt verzeiht mir, wenn ich das nicht in Deutsch übersetze, aber die Lokalisierungsabteilung von ARK wird da schon ihren Teil tun, das richtig zu übersetzen. Ich werde jetzt die englischen Begriffe verwenden. Ich werde auch im Spiel die englischen Begriffe verwenden und dann nicht groß übersetzen. Das reicht immer noch, wenn man das dann mal macht, wenn es soweit ist. So, dann lasst uns doch einfach mal einsteigen. Das letzte Mal habe ich hier den Dings gespielt, den Forged. Ich würde grundsätzlich mal den Dust Mage ausprobieren, weil ich einfach wissen will, wie der sich spielt. Ich bin kein Freund von so Mage-Zeug. Aber ich kann mich ja immer noch mal überraschen lassen. Dann klicken wir mal die Tiere durch. Aktuell gibt's. Ah, oh, guck mal hier. Der Hund aus oben. Haha, den nehme ich natürlich. So. So, wie hieß der? Wie hieß der Hund aus oben? Der Hund aus oben. Ich kann mir keinen Namen merken. Deswegen darf ich das googeln. Er hieß Duck. Und deswegen heißt mein Hund auch Duck. Edge. Duck wie Ente. So. Und da geht's los. Oh. Ist ja so ein Spiel. Sie
seal the clockwork core using the heart of the dragon beast Ordrak. Ja, okay, also das Böse hat irgendwie. The heart surges toward the edge of destruction. Ordrak's spirit pumps through the veins of Novastria. Whatever. Glaub mir, ich kann es nicht wegdrücken. Ich würde gerne. Ich würde es gerne wegdrücken. Es geht nicht. So. It is up to you. Mhm. Weiß ich noch nicht, was ich searche. Torchlight Frontiers. So. So viel dazu. Und ist natürlich alles Work in Progress. Also ich kann es nicht oft genug sagen. So ein Spiel, das sich gerade in der Entwicklung befindet, sollte man jetzt in dem Status noch nicht allzu kritisch bewerten. Sollte man nicht. You received a quest. Mechanics. Also es wird alles auch erklärt. Das ist schön. Ich klicke das hier jetzt mal durch. Da könnt ihr ja irgendwie nachher auf Standbild machen. Ich brauch das nicht, weil ich war schon hier irgendwo. Komm, Duck. Alter Kumpel. Da. Oh, nach alter schöner Frontier, Torchlight-Manier kann man hier direkt eine Aufgabe kriegen. Klar. Fresh off the boat and itching for a scraper. Well, you're looking. Mein Englisch ist nicht so gut. Das heißt so viel wie, ey, Frischling, mach mal da hinten den Weg frei. Das heißt das. Oh. Use dark skills to charge the light bar and light skills to charge the dark bar. Both of these bars border your mana resource. Okay. Bla 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 bla. Also gut, ich habe eine dunkle und eine helle Seite. Das ist ja wie bei Star Wars hier. Da komme ich nicht durch. Es fühlt sich und spielt sich alles so wie so ein klassisches Torchlight, wie man das halt kennt. Es ist sehr angenehm. Auf jeden Fall war das in der letzten Alpha so. Und ich denke auch nicht, dass sie da jetzt groß was verändert haben. Was halt wirklich besonders ist, was man auch relativ schnell merkt, ist, dass es gibt kein klassisches Level-System, sondern ihr levelt eigentlich die Waffe. Also eure Rüstung und was ihr damit machen könnt. Man kann auch mal ein bisschen reinscrollen hier, um das zu zeigen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, ne? So, was mit ihm hier? Oh, das ist irgend so ein Boss. Und die haben Knarren. Ihr werdet noch nicht auf meinen Hund schießen. Katze! Er kann was hier. Ja, er kann was. Gleich mal weg. Nochmal hier meinen Superskill benutzt. Der wohl offensichtlich ganz schön wehtut. Oh. Mighty Stuff. Sehr gut. Gleich mal ausrüsten. I wie gewohnt. I für Inventory. Ich kann das nicht benutzen. Du kannst es nicht benutzen. Was ist denn da jetzt das Problem? Physical Damage, bla bla bla. Chance to Bleed, bla bla bla. Und Voraussetzungen? Level 1. Ich bin Level 1. Ah, ich muss den Schild wegmachen dafür. Alles klaro. So. Dann geht's hier weiter. Ah, yes, this will take you to your very own front. Bla bla bla. Das hatten wir das letzte Mal nicht. Diese Aufgaben, Quests und was auch immer. Es war alles so ein bisschen, du wurdest reingeworfen und durftest was vermöbeln. Aber es gab nicht wirklich Content dazu, also Erklärungen und ähnliches. Das hat echt gefehlt. Und das ist diesmal anders. Nein! Ist übrigens der gleiche Sprecher wie bei Torchlight 2. Finde ich super geil. Ich mag den Typen. Der hatte immer so ein bisschen Schelm in der Stimme. Und das ist übrigens mein Frontier hier. Da. Your Fort. So, und da gibt es eine Aufgabe. You want to take my advice? Thought you need Skill Station. Okay, ich brauche eine Skill Station. Ich kann mit F in den Edit-Mode wechseln und mit B bilden. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt hier. Kann man das auch verschieben? Ah ja.
Sehr schön. Aber man kann nicht scrollen, leider. Okay. Ist aber okay, kann ich mit leben. So, und jetzt soll ich da was bauen. Jetzt baue ich doch da mal was. Und willkommen an die Zuschauer. Hallihallo. Das ist Torchlight Frontiers. Alpha ist heute gestartet. Immer noch Closed Alpha, aber NDA ist gefallen. Und deswegen darf man auch streamen. Wie schön. Und das machen wir auch. In Deutsch gibt es, glaube ich, nicht so viele Streamer, die es zeigen. Es gibt auch noch nicht so viel Interesse in Deutschland. Das ist echt schade. Aber das kommt noch, bin ich ganz sicher. So, wir sollen was bauen? Irgendwas mit Skill. Skill, bla bla bla. Aber man sieht ja hier schon, was man alles bauen kann. Also es ist schon so ein bisschen Richtung Housing. Ja. Das sollen wir bauen, eine Skill-Station. Eine Skill-Station. Automaten-Shop. Whatever. Ich drücke jetzt hier mal auf Bild. This will cost 0. Deswegen nehme ich das. Weil das 0 kostet. Und das setzen wir jetzt einfach hier irgendwo hin. Da an den Baum. So, zack. Ja, und das wird jetzt gebaut. Wie komme ich denn aus dem Bildmodus wieder raus? Nee, ich will aus dem Bildmodus wieder raus. Escape? Ah, ja. So. So, und diese Station wird jetzt von alleine, baut die sich hier. Sehe ich das richtig? Ey, komm schon. Das ist meine Truhe, wo ich mein Zeug lagern kann. Sehr gut. Was sagt denn die Aufgabe? Die Aufgabe sagt, ich soll Build and Place in Arcanum. Build and Place in Arcanum. Habe ich doch gemacht. Oder? Oh, es hängt. Oh, oh, es hängt. Autsch. Das ist nicht gut. Ich kann noch zaubern. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist nicht gut. Ich tippe. Gerade die Map geht noch auf. Das freut mich. Wie kam ich denn eben in den Bildmodus? Customize Fort. Komme ich da denn noch weiter? Ja, offensichtlich schon. Okay. Nein! Was habe ich getan? So, kann ich jetzt nochmal laufen? Es sieht irgendwie nicht so aus. Ich kann hier nicht hinlaufen. Kann hier auch nicht hinlaufen. Ich kann mich noch nicht mal im Kreis drehen. Ich kann gar nichts mehr machen. Gefällt mir nicht. Ich kann auch kein Portal setzen. Was mich jetzt gerade mal ein bisschen ärgert. Muss ich jetzt echt ausloggen? Nein. Das kann doch nicht sein. Vielleicht starten sie gerade die Server neu. Blöd ist das. You can't cast that spell here. Okay, dann caste ich den halt nicht. Ich muss echt einmal ausloggen, glaube ich. Ich gehe mal zur Character Select. Vielleicht hilft das. Bisschen doof. Mal schauen, wo ich rauskomme. Aber das ist so typisch. Das ist so ganz typisch für mich. Ich finde immer irgendwelche Sachen, die... Ist klar. Fangen wir einfach wieder von vorne an. So, wo war mein Outpost? Hier mein Frontier. Das ist der falsche Weg. Ich könnte, glaube ich, hier auch all die wunderbaren Fässer zerstören. Nein. Oder? Nein. Könnte ich nicht. Aber das hier sieht jetzt ein bisschen anders aus. So, ich gehe jetzt hier nochmal rein. Die Aufgabe war ja... Nö. Kann ich über die Karte dahin? Nein, kann ich nicht. Build and Place in Arcanum. Hm, würde ich gerne. Ready to make some coin. Go and get everything on this list of gear. Bla bla bla. Aha. Ja, ist klar, habe ich verstanden. Und das ist doch mein Portal hier. Das ist doch mein Portal. Sehe ich das falsch? Na, irgendwie nicht. Vielleicht steht das ja woanders. Aber ich sehe es nicht.
Alles sehr merkwürdig und alles sehr alpha-mäßig. Sehr alpha-mäßig, das Ganze. Ich kann jetzt auch kein neues Portal bauen, weil ich ja kein so ein Dings mehr habe. Aber ich könnte mal eben in die Optionen gucken, ob ich Windows Fullscreen, das ist eigentlich super, nehme ich. Aber warum dann trotzdem der Ton weggeht, wenn ich das Bild wechsle, weiß ich nicht. Ist ein bisschen komisch. Also ich kann in dieses Portal nicht reingehen. So, was mit ihm? Okay, das sind offensichtlich Händler. Bei denen ich aber noch nichts machen kann. Ich sage nochmal, es ist nicht so, dass ich die Aufgabe jetzt abgebrochen habe oder so. Sondern ich war jetzt gerade gefreezed in meinem Frontier. Dann gehen wir doch einfach mal was klappen, würde ich sagen. Darf ich das schon? Level 1 bis 2, Public. Nö. Darf ich nicht. Okay. Ich darf nichts kloppen. Darf ich hier rein? Ah, da darf ich reingehen. Das ist gut. Dann mache ich das. Dann mache ich das. So, wo ist denn jetzt überhaupt die Webcam? Passt das? Ja. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob da... Ja, ich weiß. Das hatte ich eben schon. Kaffee ist alle. Das ist meine Aufgabe jetzt. Besorge neuen Kaffee. So, dann verschieben wir das Webcam-Ding mal auf die andere Seite, weil sonst sieht man... Obwohl, da steht ja gar nichts. Sehe ich gerade. Da ist überhaupt kein Text. Ist gut. So, so können wir das lassen. Und dann gehen wir mal gucken. Hier. Ich tippe mal auf Goblins. Was ist das? Shrine of Energy, Ash Tree. Hallo. Was ich ein bisschen merkwürdig finde und was ich hoffe, dass man das ausschalten kann, ist dieses, diese Tiefenunschärfe. Also das ist was, das kann man bei Fotos machen. Da macht das durchaus Sinn. Oh, der Hund haut aber ordentlich rein. Bei Fotos ist das super. Aber Spielen nervt mich das eigentlich nur. Neue Schuhe. Sehr gut. So, jetzt machen wir hier mal Superfähigkeiten. So, die einzige Möglichkeit, sich zu heilen bisher, ich denke mal, dass es noch andere Klassen geben wird, später die eben heilen können, ich hoffe es einfach, sind Tränke, also Heiltränke, sogenannte Potions, die ihr natürlich vorher kaufen müsst. Und man darf ja durchaus mal kritisch auch darüber reden. Es wird ja ein Free-to-Play-Titel und deswegen sind die jetzt auch schon in der Alpha auf dem Status, wir lassen die Alpha jetzt einfach mal laufen. Einfach um zu gucken. Und ich denke auch, dass sie den Shop aktivieren werden. Ich gehe einfach davon aus, dass das passieren wird. Das ist nichts Verwerfliches, das kann man machen. Die Frage ist letzten Endes einfach, wird dieser Shop eine Qual oder wird dieser Shop das Spiel qualitativ verbessern? Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Es kommt ja immer darauf an, wie man den Shop gestaltet. Also wenn ich hier im Spiel alle 3 Stunden einen Trank finde, ich übertreibe das jetzt natürlich. Ja? Also die einzige Heilmöglichkeit, Tränke sind Potions. Wenn ich dann im Spiel nicht genug finde und mich dann, weil ich nicht so gut bin oder nicht so häufig spiele und mein Skill ist halt nicht so doll, öfter heilen muss, dann bedeutet das für mich letzten Endes, dass ich echt Geld investiere, um mein fehlenden Skill zu, wie sagt man, aufzufangen, auszugleichen, ja. Auch das ist nichts Verwerfliches. Die Frage ist letzten Endes, wird das so gemacht? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das machen. Weil das ist halt einfach eine permanente Einnahmequelle. Das ist super, wenn man es so sieht. Auf der anderen Seite, sage ich mal, kann das die Community halt ganz schnell verschrecken. Und gerade am Anfang, wenn so ein Spiel in den Startlöchern steht,
Und wenn man so früh schon live geht, noch im Alpha-Status, auch mit Stream und so weiter, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Community sehr schnell kippt. Ja. Und so ein also der Titel ist, ihr könnt euch gerne auf der Frontiers-Seite mal umgucken, auf der Facebook-Seite, auf der Frontiers-Seite. Auf der Facebook-Seite kann man ja relativ gut sehen, wie viele Fans hat die Seite, wie viele Follower haben sie bei Twitter und so weiter und so weiter. Da kann man sich ja schon ausrechnen, ist das ein Spiel so wie Fortnite, das irgendwie durch die Decke geht, oder ist das ein Spiel, das Angst haben muss, dass es morgen noch existiert, ja? Und genau an dem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, sollten sie echt alles richtig machen. Jetzt, gerade jetzt, sollten sie alles richtig machen. Später, wenn man eine Fanbase hat, kann man der Fanbase alles verkaufen. Oder die Fanbase verkauft einem das an den Rest der Weltbevölkerung. Aber ohne Fanbase, so ein Shop mit Gegenständen, die euren Spielskill ausgleichen oder das Spiel einfacher machen, oder hast du nicht gesehen, das tut einem solchen Spiel nicht gut, und vor allem einer solchen Lizenz tut es nicht gut. Fortnite ist einfach ein Spiel, das eine sehr erwachsene Klientel befriedigt hat bisher. Hat einen sehr guten Ruf. Neben Diablo. War ganz lange Nische und ist dann über Torchlight 2 halt sehr bekannt geworden. Und es haben auch sehr viele, spielen auch sehr viele immer noch über Steam. Mit mehreren zum Beispiel halt als Koop und so. Es macht tierisch Spaß. Und ich habe ganz, ganz dolle Angst, dass sie es versauen. Sag ich ganz ehrlich. Die Angst darf ich auch haben. Weil es geht ja darum, darüber zu reden. Technisch lässt sich aktuell überhaupt nichts aussetzen, sage ich mal. Gut, der ein oder andere Bug ist natürlich da. Und über Lokalisierung muss man nicht reden. Das wird am Schluss gemacht, dass ich eben in meinem Frontier gefreezed bin. Lassen wir auch dahingestellt, sowas passiert eben. Ja. Aber grundsätzlich ist das Spiel einfach fluffig. Das sieht man. Es sieht gut aus, es ist fluffig, spielt sich gut. Das System mit den levelnden Waffen und Rüstungen finde ich klasse. Also sind es dann eben die Kleinigkeiten, die über Tod und Leben eines solchen Spiels entscheiden. Und das wird dann der Shop. Da dürft ihr euch drauf verlassen, dass es der Shop ist. Wenn ein Spiel so gut aussieht und so qualitativ hochwertig programmiert ist, dann wird letzten Endes der Shop und die Community natürlich darüber entscheiden, ob dieses Spiel auf Dauer Erfolg hat oder nicht. Ich würde es ihm wünschen, weil es toll ist. So, jetzt würde ich echt gerne nochmal Create an Ember Portal to your town. Ja, würde ich gerne, aber ich kann nicht. Weil ich irgendetwas nicht habe, was ich brauche. Er will auch immer irgendwo hingehen. Lass mich mal gerade gucken. Ich bin hier im Imperial Outpost. Ich würde gerne hier hin. Aber ich kann hier nicht hin. Weil das mit einem Linksklick nicht geht. Also, weiß ich nicht, muss ich gleich mal ausprobieren. Nochmal Hallihallo an alle diejenigen, die zuschauen. Es ist ein deutscher Torchlight Frontier Stream. Einer der wenigen Deutschen. Ich bin auch froh, dass ich das darf. Weil die meisten sind halt einfach Englisch. Und für diejenigen, die kein Englisch können, wie hast du meinen Hund? Ich glaub's hagelt. Ich glaube es. Welcher ist jetzt meiner? Der mir nachläuft, oder was? Noch einer mit meinem Hund. Und meine Farbe, ihr Säcke. Das da glaube ich ja nicht. So, wo ist denn mein Hund? Hallo? Ja, da ist er. Duck. Katze! So. Also, die meisten Streams sind in Englisch. Natürlich sollten diejenigen, die kein Englisch sprechen oder nicht so gut Englisch sprechen, auch ins Spiel reinschauen dürfen und ein bisschen darüber reden dürfen. Und deswegen habe ich mir dann erlaubt, diesen Stream heute zu starten. Normalerweise bin ich bei Twitch nicht unterwegs, aber ich dachte mir, hier ist vielleicht die größere Community und dann wird es auch bekannter, sag ich mal. So, normalerweise streame ich ja auf YouTube, aber für heute habe ich mich entschieden, das bei Twitch zu machen. So, wir müssen, sieht man ja hier, ne? Fort Sweet Fort, Build and Place in Arcanum. Soll ich bitte machen.
Fire Defense, 4 Stück, das kriege ich da hinten in dem Gedöns da bei diesen Goblins. Dann soll ich zu Woods Edge gehen und den Waypoint Woods Edge finden. Aber ich würde wirklich gerne erstmal das Arcanum bilden. Und das kann ich nicht, weil ich dieses Portal nicht mehr setzen kann. Ich bin eben rausgekickt worden. Ich mache das jetzt noch einmal so manuell und guck mal, ob es dann geht. So. Ich könnte natürlich auch einen neuen Charakter erstellen. Nee, ich werde es jetzt einmal nochmal so probieren. Und was mir bei Twitch wirklich gefällt, muss ich sagen, ist die kurze Verzögerung, die kurze Latenz. Warum stehe ich jetzt hier? Ich habe doch ganz woanders ausgelockt. Ist das normal, dass man immer hier beim Tor dann rauskommt? Egal, wo man steht? Alles klar. So, und dann kann ich mich erinnern, diese Map, hatten wir nicht mal... gab es da nicht mal eine andere Map? Ich meine bestimmt die hier. Weil ich kann mich erinnern, es gab auf der Map auch irgendwo einen Ausgang zu meinem Frontier. Ist das hier oben? Nee. Ah, das ist da, wo man nicht reinkommt. Ja, geht nicht. Ja, Jungs, alles gut. Ja. So. Also nochmal zur Erinnerung, ich soll in dieser Aufgabe ein Arcanum bauen. Und dazu muss ich in meinen Frontier. Da war ich eben auch schon mal. Aber, oh, du bist ja süß. Dich nehme ich gleich mit. Ja, du bist ja witzig. Isn't this place amazing? Du hast aber einen krassen Akzent. Ui. This Trace, ja, das ist ganz schön amazing. So, also grafisch, ne, seht ihr ja, ist allererste Sahne, läuft. Ja. Gibt's nichts auszusetzen. So, da habe ich eine Aufgabe bekommen vorhin. Hier ist ein Schmied, der mir Sachen abkauft, wenn ich das möchte. Okay. So, und ansonsten gibt es hier nichts. Das ist die erste Stadt, in die er kommt. Und in dieser ersten Stadt solltet ihr normalerweise dann hier in das Portal klicken können. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu blöd dafür. Das wäre nicht das erste Mal. Ich würde es aber trotzdem gerne zeigen wollen. Aber mit ihm kann ich das nicht zeigen, deswegen mache ich jetzt einen neuen Charakter. Ist halt so. Zack. Delete. So, Select. Lassen wir alles so. Wahrscheinlich kann ich mich nicht mehr Karturo nennen. So, nee, kein Lama. Beim Hund bleibe ich auf jeden Fall. Da. Und der heißt doch wieder Duck und das darf ich. Wenn das nicht geht, dann ist mir sowieso egal. Jetzt kommt diese blöde Eröffnungssequenz nochmal. Entschuldigung, eine total tolle Eröffnungssequenz, die man nicht wegdrücken kann. Also von daher sucht euch, holt euch einen Kaffee oder was. Es geht eine Minute ungefähr. Oh, Miss Femira hat leider keine Einladung bekommen in das Spiel. Ich kann dich nur dazu ermuntern, bei mir hat das funktioniert, weil ich mich in den entsprechenden sozialen Netzwerken ein bisschen rumgetrieben habe. Und das kann helfen. Also wenn die dich da kennen und du schreibst dann irgendwas wie, du würdest dich gerne mit einbringen und du möchtest gerne auch ein bisschen unterstützen und würdest das Spiel gerne mal angucken, würdest auch helfen bei der Entwicklung, so Fehler finden und so, dann sind die da sehr freigebig. Außerdem gab es im letzten Stream, da würde ich auch mal ein Auge drauf haben, auf die Torchlight Frontier Streams, sowohl die englischen als auch die französischen als auch die deutschen, da werden Keys verlost. Regelmäßig. Und die sind da sehr freigebig. Also ich habe auch gedacht, so ein, zwei Keys, nee, das war schon, da waren gar nicht viele da und das hat schon richtig gesemmelt. Also von daher schön dranbleiben.
Weil es ist ihnen ja letzten Endes, ist ihnen ja damit geholfen, je mehr Leute in dem Spiel sind, die Fehler suchen, desto besser ist das. Und ich denke mal, dass, so wie ich vorhin schon sagte, wird auch irgendwann in naher Zukunft, wird der Shop geöffnet. Das habe ich in anderen Spielen so erlebt, das wird hier nicht anders sein. Die wären blöd, wenn sie es nicht machen würden. Also Ark, es gab schon mal ein Ark-Spiel. Ark irgendwas. Also nicht dieses Sandbox-Dinosaurier-Ding, sondern es gab noch ein anderes. Das auch relativ früh, war auch Free-to-Play, es gab auch relativ früh schon einen Shop, wo ihr euch Sachen kaufen konntet. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn es nachher ein Vibe gibt, so wie es jetzt hier vor dieser Alpha ein Vibe gab. Aber ich glaube, die eingefleischten MMO-Spieler, Free-to-Play-Spieler und so, die haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass so Content dann auch einfach mal gewiped wird, weil er ist ja eh nur digital und da soll man sich ja nicht dran aufhalten. So, defeat the Goblin Raiders. Ja, dann mache ich das mal. Du schießt niemanden mehr tot hier. Komm denn da hin? Gewalt ist keine Lösung. Immer auf die Fresse. So, oh, da habe ich schon was Schönes gefunden. Nochmal ein Stuff. Ein Stuff. Guck mal hier. Mit Rechtsklick wechselt ihr übrigens die Items. Was ist das denn? Jetzt hör doch auf, mich anzugreifen. Ich erkläre gerade was. Ihr seid aber lustig drauf. So lustig wäre ich auch gern drauf, wenn ich sterbe. So, jetzt werde ich mal hier diesen Skill noch benutzen. Diesen hier noch. Ja. Zack. Und den. Aha. So. Hast du nicht gesehen? Waren das alle? Ne, 95. Einer fehlt noch. Einer hat sich versteckt. Oder ist gerade auf Toilette? Irgendwo hatte er einen Goblin übersehen. Er dachte sich nichts dabei. Doch es sollte sein Ende sein. Oh, jetzt komm doch raus, Mensch. Komm schon. Ich finde dich sowieso. Ich riech dich bis hierhin. Was ist das denn Leckeres? Oh, Flameproof Gloves. Ja, hallo. Flameproof Gloves mit Fire Defense. Das ist ja wunderprächtig. Dann kann ich ja gleich in die Goblins-Dings da gehen. Weil ihr bekommt Gegenstände, die spezialisiert sind auf die Umgebung des Gebietes, wo ihr gerade unterwegs seid. Das erste ist dann Fire Defense, das zweite ist dann Gift Defense, das dritte ist dann Ice Defense und so weiter und so weiter. Und wenn ihr in das Gebiet reist, solltet ihr auch vorher die entsprechende Rüstung anlegen, weil sonst seid ihr Moose. Ja, was Moose, das Moose. Ja. Also das ist das System hier. Es gibt kein klassisches Leveln in dem Sinne, sondern es gibt, ich halte das jetzt für einen Bug, sage ich ganz ehrlich, es gibt nur dieses Rüstungsleveln. Genau, macht hier einfach mal einen Haufen Dinger hin. Na, ich dachte schon. So, es gibt keinen Goblin mehr. Es gibt keinen Goblin mehr, den ich töten könnte. Ja, bin ich. Ja, defeat the Goblin Raiders 95%. Hm. Irgendwo stackt er hier rum. Jetzt, hier ist nämlich mein Portal jetzt, mit dem ich da hingereist bin vorhin. Und dann bin ich ein bisschen rumgelaufen, dann bin ich dann irgendwann hängen geblieben, irgendwo in der Wand. So, Sekunde. You have gained a quest. So. Dann versuchen wir das nochmal. So, und für diejenigen, die es nicht wissen, die aktuelle Alpha wird nicht beendet vorerst. Die bleibt also offen. Und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. So, Customize Fort sollen wir machen. Dann sollen wir auf Build gehen. Und dann soll ich ein Arcanum placen. Das mache ich jetzt auch. Das place ich jetzt hier hin. Und jetzt ist es auch gebaut. Vorhin war es nämlich nicht gebaut. Okay.
Das heißt, aha, alles klar. Das ist für meine Spells. Okay. Dark Spears kann ich unlocken und Luminous Run kann ich auch unlocken. Kostet mich 50 SP und Arcanum 1. Skill Points, würde ich sagen. Ja, ich unlocke das mal hier. Das heißt, die Währung hier für eure neuen Skills sind Skillpunkte, die ihr aufsammelt. Skills must be assigned to a skill slot in the skills menu. Assign active skills appear in your skill bar slots, but passive skills can only be found in the skills menu. Dass ich mit S öffne, S wie Skill, sehr schön. Und dann kann ich die Skills da reinlegen. Ja, sehr gut. Das ist ja wie in Torchlight 2. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist alles so ähnlich. Gefällt mir. Mhm. Fein. Also ich muss da nichts einsetzen, weil es ist schon drin. Use a portal to return to Imperial Outpost. Dann tun wir das. Wir returnen mal zum Outpost. Das ist hier dann das Portal. Diesmal funktioniert es auch. Alles klar. Aber da kann ich wahrscheinlich noch nicht hin. Nee. Da kann ich auch nicht hin. Dahin auch nicht. Ich probiere jetzt trotzdem alles durch. Weil könnte ja sein, dass wir was übersehen haben oder so. World. Goblin Forest. Da bin ich gerade. Da. Ah. Hey. Da kann man noch nicht hin. Aber bald. Denke ich. Aber bald. So, Imperial Outpost. Schauen wir mal. Quest started. Mhm. Und wie ich eben schon sagte, der gleiche Sprecher wie im zweiten Teil. On the list. Ja, hatte ich eben schon durchgelesen. Da weiß ich, was zu tun ist. Und da gibt es noch eine Aufgabe hier oben. Da bin ich aber nicht richtig. Nö, das ist. Hä? Ist die schon fertig? Relict Weapon. Ah, Relict Weapons gain XP from. Can be used for brief duration. Okay, das heißt, ihr kriegt eine Reliktwaffe. Mit dieser Reliktwaffe könnt ihr Erfahrungspunkte sammeln und dann neue Fähigkeiten freischalten. So verstehe ich das. Die sieht aber witzig aus. Das konnten sie schon immer gut. Ich erinnere mich an Torchlight 2 und die großen tragbaren Kanonen. Ein Spaß, wenn sie das hier auch drin haben. Umso besser. Aber ich denke, es wird demnächst mal Zeit für eine neue Klasse, weil nur mit zwei Klassen, wenn sie nicht weit kommen. Das ist einfach so. Dann haben wir hier Tidying Up the Den. Caught Dead in Those Clothes. Das ist beides fertig. Aber wo gebe ich das ab? Es gibt keine Möglichkeit, hier drauf zu klicken und das Quest Lock zu öffnen. Nein. Wie mache ich das auf? Mit Q? Nein. Dann schauen wir mal nach. Sekunde. Keybindings. Bam, 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 bam. Das Quest-System ist so neu, dass sie vielleicht dafür noch keine Taste gemacht haben. Skills, Party, Kamera. Hm. Ganz schön dumm. Es gibt keine Taste dafür. Es gibt dann auch keine zusätzliche Erklärung für die Aufgaben. Aber ich tippe mal, ich soll ja sowieso den Wegpunkt finden, also mache ich das jetzt als nächstes. Sorry. So. Das machen wir noch. Und ich denke, ich werde die nächsten Tage dann auch das ein oder andere Mal Torchlight Frontiers zeigen. Wer das sehen möchte, also wer auch benachrichtigt werden möchte, wenn ich streame, aber ich kann das vorher nie so genau sagen. Ich habe eine große Familie, 4 Kinder und einen Job und so. Das ist alles nicht so einfach. Ich mache das hier nicht hauptberuflich. Einfach mal dem Kanal folgen und mal gucken. Vielleicht auch gleich auf YouTube noch Katoro LP folgen, weil das poste ich ab und zu dann was. Und auf Twitter heiße ich Volcanize, das ist mein Musikkanal.
Ich wollte da jetzt auch nicht zwei verschiedene Twitter-Accounts machen. Aber auch da poste ich natürlich dann, wenn ich streame. So, und das ist wirklich was, was mir auch auf Dauer Spaß machen wird, das hier zu zeigen. So, mein Hund beteiligt sich überhaupt nicht, den gebe ich zurück ins Tierheim. Ah doch, aber der kann sich porten, das finde ich sehr spannend. Also für mich sieht das so aus, als würde er hin und her porten. Der hier steht einfach nur rum, weil das kann. So. Und dann habe ich gerade gesehen, es gibt ja noch mehr Skills, die man mal benutzen kann. Also der Hauptskill liegt halt auf der linken Maustaste, der andere Skill liegt auf der rechten Maustaste. Ja. Kann man mal machen. So, jetzt habe ich nämlich... Ah, das habe ich noch nicht erzählt. Es gibt natürlich ein Gathering, wie in jedem anderen vernünftigen MMO auch. Also ihr könnt Materialien sammeln. Es gibt auch ein Handwerkssystem. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Es ist, wie gesagt, eine Alpha und eine Alpha ist eben noch relativ früh. Also vom Status her. Das heißt, es muss auch nicht alles hier so bleiben, wie es ist. Subject to change nennt sich das. So, mal hier den Skill benutzen. Der ist lustig, der zweite. Weil den kann ich mir schön bei großen Gegnergruppen anwenden. So, und habe ich denn jetzt meine Reliktwaffe überhaupt angelegt? Ich glaube nicht. Ah doch, habe ich. Ist das das Ding hier? Okay, ich kann sie nicht ablegen. Natürlich. Ich kann sie nicht ablegen. Aha. Okay. Was ist denn das überhaupt? Ein Schwert? Wo ist denn das? Das Schwert. Ich sehe das gar nicht. Irgendwo ist es. Okay, whatever. Also meine Reliktwaffe ist ein unsichtbares Schwert. Fein. Mein Hund hat mich verlassen. Okay. Kann man machen. Hallo. Grab your relict weapon. Head in. Clear out. And meet me. Okay. Das ist eine private Instanz. Die machen wir jetzt noch. Schnell, schnell. Ich habe immer die Befürchtung, dass das Spiel abstürzt. Weil Alpha. Und so. Ja, klingt ja toll. Oh ja. Oh ja, die können was, glaube ich. Okay, sie können nichts. Was sind denn meine Skills für die Reliktwaffe? Oh, Loot. Blauer Loot. Gefällt mir. Nur nicht so weit reingehen. So, hier wird gegathert. Fein. So, jetzt will ich... Aber erstmal. Weiß ich, diejenigen, die. Die. Torchlight 2 gespielt haben, wissen, dass. In jedem Dungeon auch immer irgendwas gibt, was man vielleicht. Zusätzlich verkloppen sollte. Warum hat er jetzt die. Warum hat er jetzt die Waffe gewechselt? Macht er das automatisch? Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe Q gedrückt, um einen Trank zu nehmen. Okay. Und jetzt hat er eine andere Waffe. Aber warum? Z wäre Portal. W ist das. Ah. Jetzt verstehe ich das. Alles klar, weil die Tasten nebeneinander liegen. Und ich kann das auch nur alle 120 Sekunden machen, sehe ich gerade. Oh, das kostet mächtig Mana, da muss ich aufpassen. Da war ein Skillpunkt. Das, diese rot leuchtenden Dinger, das sind Skillpunkte. Deadmaster Wretch Breath. Okay. Will ich gegen den kämpfen? Ich bin nicht sicher. Und wahrscheinlich kann er nichts. nochmal ein dickes Hallo an alle diejenigen, die sich für Torchlight Frontiers interessieren. Wahrscheinlich werde ich jetzt als nächstes hier mal schön aufs Maul kriegen.
Ah, gucken. Schauen wir mal. Ich gehe mal hier ein bisschen auf Seite. So, was kann der denn? Was kann der denn überhaupt? Irgendwie nicht viel. Ich mach mal die 2, weil ich gerade Bock hab. Mana lädt sich selber wieder auf. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja, das tut ganz schön weh, ne? So, und schwupp nehme ich einen Heiltrank. Edge. Ich würde sagen, du stirbst. Nicht weglaufen. Weglaufen ist doof. Ist deiner Schule auch schon nicht geholfen. Ja, ja, slipping away, bla bla bla. Gar nicht. Alles gut. Ihr slippt überhaupt nichts away. Ha! Ah, ihr auch noch? Ja, dann können wir mal her. Ach, schön. Dieses Torchlight-Gefühl ist so immens. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Torchlight 2 gespielt habt. Das ist immer so schön. Man läuft in die Gegner rein und denkt sich, oh, mir passiert schon nichts. Und dann kommen da noch 48.000 dazu. Und dann sagt ihr sich, oh, auch nicht schlimm. Ja, weil, oh, kann ich hier nicht rübergehen? Da gibt es da bestimmt einen Trick. Hundertprozentig. Ich kenne das. Das sind alte Trickser hier. Muss man irgendwas zerstören? Oder hier. Da irgendwas machen. Das ist übrigens ein Shrine of Might. Falls ihr den im Spiel irgendwo seht. Ich könnte schwören, es gibt hier unten die Möglichkeit, das irgendwie zu aktivieren. So aber nicht. Ich werde das jetzt auch nicht suchen, weil ich will nichts spoilern. Aber wenn ihr Torchlight 2 gespielt habt, das kann übrigens auch so eine Fackel sein hier, die man zerstören muss. Hier ist noch eine Treppe, aber da kommt man nicht hoch. So, also, wenn ihr Torchlight 2 gespielt habt, dann kennt ihr das. Immer so viele Gegnergruppen holen wie möglich und dann hier die super mächtigen Oberskills rauspacken, die die Gegner langsam machen, dann aus der Gegnergruppe rausspringen und dann alles draufhauen an Schaden, was ihr habt. Das ist einfach so geil. Und dieses Gefühl hat man direkt in diesem Spiel. Sofort wieder. Ich habe die Befürchtung gehabt, sie schaffen es nicht. Aber sie haben es definitiv hingekriegt. Und das freut mich einfach so immens. 6,9 DPS. 6,9 DPS. Das ist alles irgendwie ein bisschen gleich. Das muss aber nicht so bleiben. Aktuell ist es aber so, dass alles hier ziemlich gleich ist. Ich nehme trotzdem hier diese 10,4er Waffe. Die offensichtlich keine 10,4er Waffe bleibt. Weil, keine Ahnung. Das hier ist das 10,4er Ding. Okay, ich verstehe. So, der Rest ist Schrott. Und sonst haben wir nichts zum Anziehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, bringen wir die Quests mal nach Hause. Und so ein Dungeon kann man, glaube ich, immer mal wieder besuchen. Und dann brauche ich noch den Wegpunkt. Der Wegpunkt ist irgendwo da hinten. Muss ich mich jetzt da durchboxen? Ups. Upp. Ja, macht Spaß. Also wer hier ist, um zu wissen, ob das Spiel Spaß macht. Mir macht es Spaß. Ich finde es cool. Vor allem, weil man jetzt die Möglichkeit hat, mit anderen zusammenzuspielen. Ihr seht das ja auch. Hier ab und zu. Was ist denn hier los? Rattig! Hier sind ab und zu auch andere Spieler unterwegs. Auf der gleichen Karte wie ihr. Ihr schnappt euch natürlich keinen Loot weg. Ja? Es kann sein, dass andere mal was liegen lassen. Das könnt ihr dann aufheben. Das ist gar kein Thema. Aber es gibt halt öffentliche Maps. Es gibt Private Maps. Es gibt instanzierte Bereiche, wo ihr als Gruppe rein könnt. Ihr könnt euch auch Dungeons craften. Hab ich gehört. Und auch schon gesehen. Also von daher, in dem Spiel gibt es eine Menge zu tun und das ist gar nicht das Thema. Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen. Meine Befürchtung ist eine ganz andere, dass man sehr früh schon, vielleicht auch schon in dieser Alpha, die ja jetzt Open End ist erstmal, hingeht und den Shop implementiert. Und wie das bei Free-to-Play-Titeln so ist, ja, sie haben ja, sind ja jetzt relativ schnell auch published worden von ARK. Die sehen da natürlich die Kohle, ja. Das dürfen sie auch sehen. Da hat keiner irgendwelche Bauchschmerzen.
Nur es gibt halt einen Unterschied zwischen Geld verdienen und gierig sein. Und das wird die Community relativ schnell merken. So schlau sind die. Ich hoffe es. Ja, doch, das wird schon. Und dann werden sie die Entwickler hier abstrafen. Das wird passieren. Ja. Wer es ausbügeln muss, ist dann der Community Manager und so. Die müssen dann da ran. Ich will eigentlich noch diesen Wegpunkt finden. Das wäre echt super. Ja. Dann werde ich nachher mal meine Beute sortieren. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dann außerhalb des Streams ein bisschen weiterspiele, ein bisschen höher level, damit ich dann auch die höheren Gebiete mal zeigen kann. Es gibt aktuell keine Möglichkeit, einen Charakter zu pushen in der Alpha. Es soll also alles spielerisch erreicht werden. Jetzt drücke ich gleich nochmal, ich hole mal gleich hier so eine große Gegnergruppe, einfach um zu zeigen, wie das funktioniert. Mit der Relict Weapon. Die dann eine Zeit lang bleibt und dann ist sie halt wieder weg. Wobei ich jetzt gerade feststelle. Ah, okay, das ist die Zeit, die sie aktiv bleibt. Ich verstehe. Und danach hast du dann Ablenkzeit. Würde ich behaupten. Jetzt nämlich. Achtung. Ja. 120 Sekunden. Und den Waypoint habe ich immer noch nicht gefunden. Da liegt was Grünes. Frosty Stuff habe ich schon. Es gibt leider keine große Map mehr, was ich echt ein bisschen schade finde. Weil das war super. Da hatte man ein bisschen Überblick und wusste halt auch, wo der Wegpunkt ist und so. Ich nehme den Baum jetzt übrigens nicht mit. Da oben ist noch ein Dungeon. Ach, so furchtbar. Das ist so typisch. Oh, ich will nur das und dann nur noch das und dies und jenes. Und jetzt stellt euch mal vor, die Alpha ist dann irgendwann gut besucht. Im Moment ist ja noch ein bisschen rar. Sie ist dann gut besucht, dann laufen hier überall Leute rum und ihr könnt euch in Gruppen zusammentun und dann auch stärkere Gegner kriegen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht das System gibt wie bei Guild Wars 2, dass die Gegnergruppen dann mit der Masse der Spieler skalieren nach oben. Das finde ich noch extrem geil. Dass dann auch die Beute entsprechend besser würde. Weil so werden die ja hier durchrushen und oh, das sieht nach was Legendary-mäßigem aus. Oh, 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 oh. Gott sei Dank habe ich das gefunden. Nach dem Vibe. So, dann würde ich mir übrigens auch noch so Gathering-Symbole wünschen. Also das ist ein Baum, das ist ein Stein und so. Oh, das ist ja schon wieder Kritik auf ganz hohem Niveau. Kann ich schon Reliktwaffe? Ne, kann ich noch nicht. Ja, das tut weh, ne? So ein bisschen Stacheln. Ja, genau. Ihr seht das hier unten, ne? Level 3. Da. Zack. So, ich müsste eine Menge Skillpunkte haben eigentlich. Müsste ich eigentlich haben. Ich nur diesen vermaledeiten Wegpunkt finden würde. Das wäre so gut. Ja, ich kann die Reliktwaffe leveln, ich weiß. Ich weiß. So, und für diejenigen, die später eingeschaltet haben, diese orangen Dinger, die hier droppen, das sind die Skillpunkte für die Waffe. So, und in diesen Bereichen hier, da in diesen Stegen zwischen den einzelnen Gebieten, da könnt ihr im Prinzip in Ruhe mal ins Inventar gucken und mal schauen, was ihr so gekriegt habt. Das ist natürlich Two-Handed Weapon. Ich komme dir gleich dahin. Two-Handed Weapon. So, wo steht denn das überhaupt? Zweihand. Ah, dann macht es doch raus. Dann nehme ich halt jetzt ein Schwert. Das ist mir doch egal. Also Stuff kann ich nicht benutzen. 4,3, 4, 3,8. Danke, Spiel. Sehr freundlich. Das kann ich aber da reinmachen. Oh, Freunde. Dann halt so. 4,0, 3,4, 0, ja, okay. Lassen wir dann dabei. Ja, sieht schon ein bisschen fett aus hier. Mein Schild. Gucken wir mal, ob es was bringt.
Dadurch bin ich jetzt halt Nahkämpfer. Und Fernkämpfer. Nahkämpfender Fernzauberer. So, was die Dropraten betrifft, also Skillpunkt-Dropraten, Rüstungsdropraten, Waffendropraten, geht nicht davon aus, dass das so bleibt. Das wird alles noch fein justiert. Das ist subject to change. Da ist mein Wegpunkt. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, kann ich zum Imperial Outpost zurück. Und dann habe ich alle Aufgaben erledigt für heute. Wie schön. Quest begun. Ja, make begun. Ich mag den Sprecher. So, also. Alles erledigt. Jetzt holen wir uns die wohlverdiente Beute ab. Hier irgendwo. Talk to Zaya. Ist das Zaya? Nein. Hier gibt es noch eine neue Aufgabe. Bring me some of their clothing. Ich muss mir angewöhnen, die Questtexte zu lesen, wenn sie angezeigt werden, weil ich habe keine Möglichkeit mehr, später den Questtext anzuschauen. Das geht nicht. Wo zum Geier? Ah, das ist da hinten. Na gut. Dann gehen wir da mal noch hin. Cave of Sorrows und Tarn Snow. Ist ja beides das gleiche. Aber ich habe keine Belohnung gekriegt. Habe ich das richtig gesehen? Also ich habe die Aufgaben alle abgeschlossen, aber nichts dafür bekommen. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt erstmal zu meinem Outpost. Kann ich da einfach hin? Nee, sieht nicht so aus. Ich kann auch kein Portal setzen, weil mir eine Essenz irgendwie dafür fehlt. Schade drum. So, und ich muss mich mal eben entschuldigen. Ich bin so fasziniert gewesen von dem Spiel, dass den Chat völlig außer Acht gelassen hat. Ich lese mal eben. Miss Femira schreibt, ja, war ich bei und hatte keinen bekommen, aber da bin ja Facebook sehr aktiv. Ja, ich gönne dir den auch, sage ich dir ganz ehrlich. Ich gönne jedem einen Key für dieses Spiel. Hoffe aber dann auch, wenn ihr einen Key habt, dass ihr entsprechend mithelft, das Spiel zu verbessern. Das ist einfach dann die Aufgabe. Kikuba schreibt, huhu, wie lange geht denn die Beta? Habe auch einen Zugang, nur habe ich heute nicht wirklich viel Zeit gehabt. Ich hatte schon gesagt, die Beta geht gar nicht, weil es ist keine Beta. Es ist, ich will es auch nicht klugscheißen. Es ist eine Alpha und es bleibt auch eine Alpha, und zwar eine Closed Alpha. Wurde auch beantwortet dann von Miss Femira. Ja, genau. Ist erstmal Open End. Also ihr könnt aktuell einfach, ich verkaufe jetzt den Quatsch hier mal. Nee, ich will das nicht kaufen, ich will das verkaufen. Mein Gott. Normal 2, Level 2. Kann ich das Inventar dazu aufmachen? Nee, natürlich geht das nicht. Das ging im zweiten Teil wunderbar. Hier geht es nicht. So, Moment. Ja, ich wollte nicht erschießen. So, das will ich verkaufen. Das Schwert brauche ich. Ja, das könnten sie mal noch ändern. Dass das Inventar dann dazu offen bleibt. Das kann ich verkaufen, das brauche ich nicht. Also den ganzen grauen Kram braucht eigentlich kein Mensch. Normal Pet Collar. 7,6. Ja, wo ist denn mein Pet Collar hier? Wo ist denn mein Pet Collar? kann ich den anklicken? Ich will nicht zur Stadt schicken, ich will eigentlich nur das Inventar sehen von dem. Ah! Das wird hier auch schon angezeigt. Das ist ja gut. Okay, verstehe. Dann verkaufen wir den restlichen Kram noch. Das hier und das ist auch besser. Mein Gott. Zum Glück bin ich nicht gestorben. Das hätte echt böse ins Auge gehen können. Einen von den Stuffs werde ich hier mal behalten. Von den Stuff-Dingern. Weg. Das können wir doch auch einsetzen, wenn ich das richtig sehe. 3,9. Ja, klar. Ich will jetzt natürlich hier nicht so kritisch sein. Soll es ja nicht übertreiben. Zweihandkeule würde ich mal behalten für den Moment. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, das sieht doch schon ganz gut aus.
Es ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht mein Frontier kann, von überall her. Aber ist halt so. Ist so, wie es ist. So, dann schauen wir da gerade noch in den Skillbaum und dann ist es das mal für heute. Ist aber nicht das letzte Mal, kann ich schon sagen. Weil ich weiß, es gibt nicht so viele deutsche Streamer, die das Spiel zeigen. Weil sie eben auch einfach alle keinen Stream, keinen Key haben. Deswegen nehme ich mir die Freiheit und zeige das Spiel. Weil ich es darf. Bodyblock. Heavy Hitter. Also gut, das sind passive. Aktive Fähigkeiten wäre dann hier Luminous Run. 100 Skillpunkte. Ich habe 130. Was kriege ich denn noch hier? Upgrade. Level 2 Upgrade. Da bin ich noch nicht. Also das kommt dann später. Ich würde dann aus der Logik heraus würde ich Passive. 8% mehr Schaden. Hui. Ich würde das nehmen. Ich würde jetzt eine passive Fähigkeit erstmal nehmen wollen. Weil ich genug aktive habe. Und man soll sich ja dann doch mal ein bisschen besser schützen. Jetzt gucken wir gerade nochmal hier in die Liste rein. Was gibt es denn da noch zu bauen? Skill Points. Upgrade to unlock new skills. Automaton Shop. Was auch immer das ist. Kann ich das schon bilden? Es kostet nichts und das ist gut, weil dann kann ich es nämlich einfach irgendwo hinsetzen. Kann ich es auch drehen? Kann ich es auch drehen? Nein. Ah, da unten steht es. Close, store, build, rotate, left, right. Q. Ah, fein. Ist eigentlich sinnvoll, wenn das hier daneben dran steht, ne? So ein bisschen, ne? Ja, nee, ich wollte es nicht nochmal bauen. Habe ich das jetzt weggemacht? Ihr macht mich irre. Das gibt's da nicht. Place. So, zack. Dann raus. Dann gehen wir da hin. Dann gucken wir, was das ist. Gar nichts. Ich kann nichts machen dort. Das ist gut. Das soll mir recht sein. Okay, dann belassen wir es dabei. Ich danke mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, einfach dem Kanal mal folgen. Ich kann leider nicht sagen, wann ich streame. Wird immer mal wieder sein. Ja, wenn ihr dem Kanal folgt, dann seht ihr auch, wann das ist. Für heute danke ich mal und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.